600 Fans begleiten den 1. FC Kaiserslautern nach Magdeburg, voller Hoffnung, dass das Auswärtsdesaster dieser Saison hier endet. Aber Magdeburg setzt den FCK sofort unter Druck. Condés Schuss abgefälscht, aber schon mal ein Warnsignal, dass Magdeburg hier nicht lange fackelt. 2 Minuten später rollt die nächste Angriffswelle. Luca Schuler, da verspringt ihm der Ball erst, aber er bleibt dran. Und dann das 1:0. Was für ein Schuss! Schon wieder ein frühes Gegentor für den 1. FC Kaiserslautern. Torwart Matteo Raab ist gegen dieses Geschoss von Luca Schulz chancenlos. Kevin Kraus, der kurzfristig ins Team gerückt ist, weil Neuzugang Max Hippe sich direkt vor dem Anpfiff verletzt hat, sieht da nicht wirklich gut aus. Schuler tanzt ihn clever aus. 3 Auswärtsniederlagen, 0:6 Tore. Ja, geht das denn so weiter? Sieht danach aus. Barisch, Attic, Traumpass auf Knost und der sieht Schuler. Auch wenn der Magdeburger Mittelstürmer diesen Ball gar nicht voll trifft, Riesenglück für den FCK. Auch dieses Mal wäre Raab chancenlos gewesen. 15.000 Zuschauer sorgen hier für eine grandiose Dauerbeschallung. Völlig ungewohnte Töne, aber die beflügeln ihre Mannschaft. Wieder Luca Schuler. Die FCK-Defensive lange ohne wirklichen Zugriff auf Magdeburgs 22 Jahre altes Stürmertalent, das den Ball hier nicht voll kontrollieren kann. Es dauert fast 20 Minuten, bis der 1. FC Kaiserslautern in diesem Hexenkessel im Angriff mal ein Lebenszeichen von sich gibt. Hendrik Zuck! Aber dieser Schuss, der juckt doch keinen bei Magdeburg. Kaiserslautern im Angriff wieder mal harmlos. Wie üblich in der 3. Liga erst recht mit einer solchen Kulisse. Auch dieses Spiel körperlich sehr intensiv. Bittroff gegen Klingenburg, da fault er ihn und tritt noch mal auf ihn drauf. Und das hätte der Assistent gerade mal einen Meter weg doch eigentlich sehen und weitermelden müssen. Glück für Alexander Bittroff, das ist eine gelbe Karte. Freistoß Sessa, zu weit gezogen. Da hat nun wirklich kein Mitspieler eine Chance, mal ranzukommen. Dann Freistoß von Magdeburg-Kapitän Andreas Müller. Und der ist weitaus gefährlicher. Barisch Attic mit dem Versuch eines Kopfballops. 4-mal hat der Magdeburger Spielgestalter ja schon getroffen und damit genauso viele Tore erzielt wie seine Mannschaft in der ganzen Saison. 35 Minuten gespielt, Ecke FCK. Und dass die Magdeburger bei Standards anfällig sind, das wissen sie auch in Lautern. Aber das ist, ich sag's mal vorsichtig, doch etwas zu unstrukturiert. Es fehlt beim FCK auch bei solchen Standards einfach an der Präsenz und der Durchschlagskraft. Der 1. FC Magdeburg in dieser Saison ja mit einem überragenden Umschaltspiel. Barisch Attic bedient Conte, aber dessen technischer Fehler verhindert das wahrscheinliche 2:0. Magdeburgs bester Konterspieler, der weiß ganz genau, was für ein Riesending er hier verbockt hat. Magdeburgs größte Chance nämlich in der 42. Minute. 1:0 zur Pause verdient, die FCK-Fans feuern trotzdem weiter an. Und ihre Mannschaft ist dann neu formiert. Ritter kommt für Kibrit und Huth für Hanslik, die Konsequenz aus der schwachen Angriffsleistung. Natürlich weiß man beim FCK, dass Magdeburg in dieser Saison in der 2. Spielhälfte schon mehrfach Probleme hatte. Elias Huth mit einer zarten Annäherung ans gegnerische Tor. Die direkte Antwort fordert Matteo Raab, der junge FCK-Torhüter, bis jetzt wieder souverän. Aber wieder ein geniales Anspiel von Attic auf Obermeier. Tatsächlich finden Magdeburger Angriffswellen aber nicht mehr häufig statt. Der FCK setzt sich zuweilen sogar in der Hälfte der Gastgeber fest. Freistoß Sessa auf Boris Tomjak, aber es bleibt dabei. Torgefahr und FCK, zwei verschiedene Welten, die sich nicht begegnen. Immer noch kein Auswärtstor in dieser Saison. Aber sie sind jetzt präsenter, die Roten. Kapitän Jean Zimmer setzt sich durch, flankt und Marlon Ritter verfehlt da haarscharf. Eine richtig gute Flanke von Jean Zimmer ist das, aber mangelnde Chancenverwertung eine unendliche Geschichte beim FCK. Eine Stunde vorbei, Antwerpen legt offensiv nach, Verteidiger Herrscher geht, Stürmer Redondo kommt. Aber die ganze Geschichte wird dann zunehmend ereignislos. Schon 75 Minuten gespielt, bis mal wieder etwas vor einem Tor passiert. Magdeburgs Malachowski ist das. Antwerpens Wechsel fruchten bisher noch nicht. Dann diese Ecke von Barisch Attic. Fehler Raab und Kai Brünker ist zu überrascht.
Aber solche Fehler bei Flanken, die passieren Matteo Raab wirklich selten. Gerade das ist normalerweise eine Stärke des jungen Lautra Torwarts. Wo bleiben die FCK-Angriffe? 86 Minuten gespielt, Mike Wunderlich. Die beste Möglichkeit des FCK im ganzen Spiel. Aber dem Routinier will einfach kein Treffer gelingen. Starke Vorarbeit von Zuck. Trotzdem kein Punkt, kein Tor in 4 Auswärtsspielen. Was für eine bittere, ja wahrlich dramatische Bilanz. Der 1. FC Magdeburg gewinnt verdient mit 1:0, erobert die Tabellenspitze. Und der 1. FC Kaiserslautern 5 Punkte aus 7 Spielen. Und damit hat für den Pfälzer Traditionsverein mal wieder der Abstiegskampf begonnen. Und ausgerechnet jetzt kommt zum nächsten Spiel der SV Waldhof Mannheim. Und damit herrscht ab sofort Explosionsgefahr in Lautern.